Diese Lerneinheit dient Ihnen als Einführung in die Grundlagen der Radioaktivität und Strahlung. Im Atomkern selbst sind sowohl die Protonen als auch die Neutronen lokalisiert. Auch bei der Beta-Strahlung handelt es sich um eine Teilchenstrahlung, da auch hier Teilchen aus dem Atomkern entsendet werden. Die Gammastrahlung entsteht unter anderem beim Übergang eines Nuklids von einem höheren zu einem niedrigeren Energieniveau. Als Begleit- bzw. Folgeerscheinung entsteht hierbei ebenfalls Alpha- und Beta-Strahlung. Radionuklide zerfallen im Laufe der Zeit. Die Halbwertszeit gibt an, wie lange es dauert, bis die Hälfte eines Stoffes zerfallen ist, und beschreibt somit die Zerfallsgeschwindigkeit. Der Qualitätsfaktor für Alpha-Strahlung liegt bei 20, bei der Neutronenstrahlung bei 10 und bei Beta-, Gamma- und Röntgenstrahlung bei 1. Der vorgehende Trupp misst an der Schadenstelle einen Wert von 30 Millisievert pro Stunde. Hält sich der Trupp dort hingegen nur 15 Minuten auf, nimmt er auch nur noch ein Viertel der Dosis auf, nämlich 7,5 Millisievert. Bevor wir zum nächsten Abschnitt fortfahren, möchten wir mit Ihnen das bisherige Wissen in zwei Quizfragen bündeln. Als erstes bitten wir Sie, die eingeblendete Abbildung mit den passenden Textbausteinen zu ergänzen. Stückgut, welches transportiert wird, unterliegt ebenfalls einer Kennzeichnungspflicht. Sogenannte Großzettel oder Placards finden Sie auf Transportern, LKWs, Eisenbahnwägen, Frachtcontainern oder auf ortsbeweglichen Tanks wieder. Gefahrzettel mit gelbem Hintergrund weisen im Allgemeinen darauf hin, dass die Lagerung dieser Versandstücke Beschränkungen unterliegt. Wenn ionisierende Strahlung auf eine Zelle trifft, wird die Strahlungsenergie von den Molekülen der Zelle aufgenommen. Dabei entstehen chemisch sehr reaktive Molekülformen, sogenannte Radikale, die elektrisch geladen, aber auch elektrisch neutral sein können. Für die späteren Folgen sind die Veränderungen der DNA von besonderer Bedeutung. Ab einer Ganzkörperbestrahlung von 4000 Millisievert wird eine schwere Strahlenkrankheit wahrscheinlich, welche bei fehlenden medizinischen Therapiemaßnahmen eine Sterblichkeit von 50% aufweist.